Die Verhandlung wurde vertagt, da zwei Zeugen, darunter Helmut Berger, nicht erschienen sind. Bis wann wurde die vertagt? 23. September wird die nächste Verhandlung abgeführt und da ist mit einem Urteil zu rechnen. Mhm. Nun war ja Herr Berger eigentlich vorher anwesend, hat dann das Gerichtsgebäude verlassen. Hat das eine negative Auswirkung auf den Prozess? Also für die Angeklagten selbst ist es völlig neutral. Der Berger war anwesend kurz nach Verhandlungsbeginn und dann wurde er ersucht, um 11:30 wieder hier zu erscheinen und ist dann nicht mehr erschienen.